Hallo Leute, heute ist der 26.05.2020. Heute war Sonja da. Wir waren im Dreisenpark. Und ich habe mir zwei Lipglosse, eine Mascara, eine Enthaarungscreme und zwei Haarreifen gekauft. Haarreifen auf Wunsch meiner Mutter, weil ich nur noch einen habe und der ist schon voller Make-up, weil ich die Haare immer zurückmache beim Schminken. Und es war ganz lustig und ganz schön. Nur hatte ich irrsinnige Kreuzschmerzen und ich habe zu kleine Schuhe angezogen und die haben mich auch gedrückt, so dass wir sie beim Heimfahren ausgezogen haben und ich dann mit Socken herumgefahren bin, also beim Zuhausefahren, und Sonja hat mich mit dem Rollstuhl von drinnen abgeholt, den großen, und hat mich reingebracht und somit musste ich nur 2 Schritte im Nassen stehen, weil es bei uns die ganze Zeit regnet. Und also nicht die ganze Zeit, aber fast die ganze Zeit. Es regnet immer wieder und das macht das Ganze etwas schwierig, weil Wasserpfützen auf der Straße stehen. Und sie hat mich, wie gesagt, mit dem großen Rollstuhl vom Auto abgeholt, reingebracht und dann den kleinen Rollstuhl ausgepackt. Und ich kann in den kleinen Rollstuhl fast nicht mehr sitzen, weil ich solche Kreuzschmerzen bekomme. Das ist unglaublich. Wir waren nur 2 oder 3 Stunden weg und ich habe jetzt Kreuzschmerzen, wie wenn mich ein Lastwagen überfahren hätte rückwärts. Und das ist dann echt anstrengend, wenn ich so Schmerzen habe. Und die zu kleinen Schuhe haben auch gedrückt. Und somit war das keine angenehme Geschichte. Aber es war mit Sonja ganz schön. Ich werde jetzt mit Claudia auch ein paar Ausflüge machen. Aber nicht gleich nächste Woche. Oder diese Woche noch. Ich muss das noch in Grenzen halten, weil Corona ja noch immer nicht vorbei ist. Und das mit der Mundmaske funktioniert nicht gut, weil ich da fast keine Luft runterkriege. Und das ist sehr mühsam, immer mit Mundschutz herumzulaufen. Und deswegen werde ich das noch eingeschränkt machen. Aber es ist schon mal eine Beschäftigung, die mir Möglichkeiten bietet und ja, man wird sehen. Ich habe diesmal mein Make-up noch drauf gelassen. Es ist hier eh schon abgetragen. Da kommt schon wieder die glänzende Haut durch. Ich habe rotbraun geschminkt und mein normales Make-up. Und auf der Seite ist es noch gut erhalten, aber auf der Seite nicht. Liegt auch daran, dass ich hier mehr Narben habe. Und das, da trägt sich sie mehr schnell ab. Aber ja, wollte ich mein Make-up zeigen und deswegen habe ich es noch drauf gelassen. Im Großen und Ganzen finde ich es ganz gelungen. Es sind keine großen Patzer drin. Nur wirken dadurch meine Augen viel grüner, wenn ich rotbraun schminke. Und sonst viel blauer.
Am dritten kommt die Friseurin am Vormittag. Das freue ich mich auch schon. Haare färben und schneiden. Weil oben das rotbraun blond Kupfer schon durchkommt, was meine natürliche Haarfarbe ist. Und da unten sind sie noch braun. Aber es ist schon sehr rot und blond in der Sonne. Und deswegen freue ich mich schon auf die Friseur. Wir haben da eine Bekannte, die oder eine Verwandte, die ins Haus kommt. Und die war letztens bei meiner Mutter und habe ich mir den Termin ausgemacht. Jeden Fall freue ich mich schon drauf und sonst war heute nicht viel los und auch die letzten Tage nicht so viel. Morgen habe ich wieder ein Gespräch mit Kerstin, bevor Claudia kommt. Am Donnerstag kommt dann wieder Sonja und ja. Das ist so ungefähr alles, was ich euch erzählen kann. Es war heute recht schön und es war aber kühl. Und draußen rauchen gehen war fast schwierig, weil es die ganze Zeit geregnet hat und so kühl war. Und Sonja dann auch ihre Allergie hat. Ich habe sie jetzt wieder weniger. Da läuft mir ein Pickel auf. Ja, allen in allen ganz schön. Und ich hoffe, morgen wird es genauso schön. Aber ich bin schon ziemlich müde. Und fallen die Augen zu. Und deswegen mache ich das Video heute kürzer. Und wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Oder Tag, wann immer ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines.